So, jetzt kommt Test Nummer 2. Wie man genau sieht, es ist leicht über 5 Liter drin. Und jetzt gucken wir mal, wie lange das dauert. Ich habe hier wieder meine Stoppuhr. Achtung, wir machen das jetzt. Ready. So, Stoppuhr läuft. Okay, noch spannend. Das ist okay, das Thema, wie als Rex hat. Kann man nicht sagen. Das war ich. In der Zwischenzeit haben wir einen anderen Flügel aufgeklappt. Ah, sieht man unten schon auf den. Den Akku muss man halt ab und zu mal aufladen, aber ich hab das so Feldverbindungsstecker. Kann man sich wieder hochladen und dann kann man den rausnehmen. So, was sind wir jetzt? Halb. Schulzeit. Noch nicht mal eine Minute. Oh, da oben drüber ist gewaltig. Jetzt haben wir eine Minute rum. Jetzt sieht es aus, wie wenn das. Ja, 3 Liter pro Minute. 10 Minuten 30 Liter. Okay. Naja. Oh, jetzt halt exakt leer. So, machen wir drin. Ach, ein bisschen. Ich denke, sowieso Restbenzin bleibt halt dann drin. Stoppen wir mal. Stoppuhr. Stoppen wir auch. Also 5 Liter in 2 Minuten.